viel zum Überraschungsmoment. Verstärkung! Bam! Jetzt geht's los. Was soll das denn jetzt für ein Bullshit? Die machen ja gar nichts. Gegner? Nein, du bist kein Gegner. Okay, ich hab keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Zurück! Zurück! Drinnen sind wir sicher! Was nun? Damit können wir das Tor sprengen. Na los, schieß drauf! Worauf denn? So, LT. Alter, ich will die Pistole. Ihr nehmt das Schwert. Warum denn als... Leute, wie geht das denn? Ja, wie kann ich jetzt die Pistole nehmen? Okay, Leute, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Sie waren wohl doch nicht so sicher da drin. Oh Junge, verpiss doch mal aus meinem Visier, Alter. Das bringt sicher ein paar Pennen. Plündern könnt ihr noch, sobald wir Johnsons Dokumente haben. Ja, Meister. Objekt aufheben, okay. Muss ich nicht drauf schießen. Legt die Waffen nieder und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Oh. Ich finde, das lässt sich total komisch irgendwie steuern und kämpfen irgendwie. Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich habe keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun, diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Hey Sam, der hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Woher weiß er das? Eine Schande, dass so viele sterben mussten. Ei, fürchterliche Tragödie, das. Achso, ich muss länger B gedrückt halten. Ich brauche einen Drink. Green Dragon. So, Leute, auf geht's. Ich habe immer noch keine Ahnung. Wie man das hier alles machen soll. Passt auf die Truhe auf, Charles. Wir kümmern uns um die Downer.
Ich habe keine Ahnung. Also. Na super, man sieht noch nicht mal das scheiß Blut. Seid ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Ach, was müsst ihr mir nur immer den Spaß verderben? Vor allem immer. So, wir nehmen mal die Waffe hier mit. Die scheint ja gut Damage zu machen. Was ist, ha? Ha, ha, ha? Vielleicht verschwinde ich mit meinen Jungs. Rhode Island vielleicht. Soll sicherer sein. Oder im Grenzland. Ja, whatever. Ja, ich weiß nicht, das Kämpfen hat mir bei Assassin's Creed 1 und 2 irgendwie dann doch mehr Spaß gemacht. Bam, bam, oh, durch den scheiß Schädel durch. Ja, whatever, also man kann sich irgendwie dann nicht mehr bewegen und hast nicht gesehen. Nur ein paar Teufel mit Messern. Nichts Besonderes. Diese Halunken habe ich nicht gemeint. Wow, ihr seid ja alle mega sweet reich. Kann ich hier wieder irgendwie klauen oder sowas von den Leuten, die da so rumpirschen hier? Naja. Ah, ist ja gut, ich folge ja schon. Wartet auf mich. So, jetzt reizt mir aber hier, jetzt gibt's erstmal direkt aufs Maul hier, ohne Unterbrechung hier. Ja, genau, ausweichen wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Immer schön drauf da. Boah, nice! Dann können wir jetzt die Kutsche hier einfach nehmen. Ja, das wäre auch zu einfach. Ich weiß immer nicht, wie man die Waffe wechseln soll. Okay, ich weiß nicht, was ich jetzt gerade gemacht habe. Wo ist mein Visier? Da ist mein Visier. Boom! Das mit der Pistole, das haben sie echt sehr bescheiden gemacht. Oh, kann ich die töten? Alter, ich bewege mich. Ich hoffe, das haben sie mit dem Bogen irgendwie besser hingekriegt, ey. What the fuck? Okay, bleib stehen. Halt still, halt still, halt still.
Yeah, Headshot! Ah, das mit der Pistole, das mag ich hier überhaupt nicht. Das. Oi, Mr. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Also das mit der Pistole, das haben sie schon irgendwie doof gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mir jetzt nicht so wirklich Spaß gemacht. Ich habe das dann, wie gesagt, dass sie es mit dem Bogen besser irgendwie hingekriegt haben. Schwertkämpfe lassen auch ein bisschen zu wünschen übrig. Habt Dank, Master Kenway. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Nett. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Die mögen sich alle sehr, anscheinend. Sie können zwei. Johnsons Botengang. 100, 25, 170, 170 habe ich doch erreicht. Fortschritt, Vollsynchronisation. Und ich darf jetzt was machen? Oh, hier ist ein Zeichen. Was ist das für ein Zeichen? Ich will wissen, was das für ein Zeichen ist. Schnellreise. Eigene Markierung. Entfernen. Brauche ich dann nicht mehr. Interaktives Gespräch. Bürgerwehr. Okay. Gucken wir mal ein bisschen die Stadt, würde ich sagen. Was meint ihr? Mit dem sollen wir normalerweise reden, aber wir erkunden jetzt mal ein bisschen die Stadt. Oh, hier ist ein bisschen befüllt her. Als das letzte Mal. Was ist denn hier los? Hallo. Ein Spiel spielen? Oh komm, ich spiele mal ein Spielchen. Sechser Mühle, Fortgeschrittener. Ach komm. Ja, ich will den ersten Zug machen. Ich will nichts abschließen. Verkacke ich eh. So, ich setz den... Deiner. Und dann setze ich hier hin. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache, Leute. Anderen... Setzen wir mal da hin. Dann setzen wir da hin. Zwei Stück habe ich noch. Wahrscheinlich packen sie jetzt schon die meisten an den Kopf und sagen, what the fuck. Einen setzen wir am besten noch hier, ne? Damit ich noch einen hier zum Bewegen habe, weil es denke ich mich gerade ein bisschen ein. Hier müssen wir jetzt auf jeden Fall stören. Sonst hat er hier einen Dreier. Ach, da hat er auch einen Dreier. Scheiße. Ja, auf jeden Fall. Den swingen wir mal hier rüber. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Oh Mann, ja, komm, lass mich in Ruhe. Geh kacken. So, waren wir denn hier? Hatten wir irgendwo Bürgerwehr und hast nicht gesehen. Bist doch nicht mein treues, komisches Pferd, was 3000 Farben hat, weil es sich nicht entscheiden kann. Morgen. Hi, Hundi. So, ich will jetzt mal interaktives Gespräch will ich führen.
Interaktives. Interaktives. Beilung. J. Hast du den Verstand verloren, Kollege? Da. Wir sind hier lang. Ja, whatever. Platz da, ich bin wichtig. Da hinten ist es. Da will ich hin. Ich will ein interaktives Gespräch führen. Okay. Fresse, du bleibst draußen. Meine Güte, ey. Gibt's ja wohl nicht. Hallo. Willkommen. Ich, ja. Nicht wirklich. Eigentlich eher eine Abhandlung. Oh. Um was geht es? Die Vorzüge einer älteren Frau als Liebhaberin. Ehrlich? Das würde ich gern hören. Erstens und offensichtlich, sie sind weiser. Also ergeben sich viel stimulierendere Unterhaltungen. Und andere Dinge werden auch stimulierender. Mehr dazu folgt in einem Moment. Nun gut, das Argument mit der Erfahrung ergibt schon Sinn. Zweitens, vergeht die Schönheit, müssen Frauen ihren Nutzen vergrößern. Ansonsten werden sie verlassen und vergessen. Alte Frauen, die nicht sanft, mitfühlend und gut sind, sind eher selten. Das klingt etwas verallgemeinert. Ist aber wahr. Jetzt zu drittens. Ältere Frauen empfangen nicht mehr. Also schon wieder eine Sorge weniger. Tatsächlich verringert man auch das Risiko, sich etwas wie die Franzosenkrankheit zu fangen, da diese sich deutlich zeigt oder die Frau längst tot wäre. Und wenn man doch ein Kind wünscht? Dann nehmt eine junge Frau zum Weib. Nehmt die ältere als Liebhaberin. Und das bringt mich zum vierten Punkt. Mit dem Alter kommt Vernunft. Eine ältere Frau wird eure Indiskretion eher verheimlichen. Ja. Klingt, als wüsstet ihr wirklich eine Menge darüber. Und ich bin stolz darauf, vielen Dank. Und jetzt der fünfte Grund. Bei jedem Tier, das aufrecht geht, führt der Mangel an Muskelflüssigkeit zuerst am höchsten Ort zur Veränderung. Das Gesicht wird hager und faltig, dann der Hals, dann Brust und Arme. Die unteren Teile bleiben aber so drall wie immer. Wenn man also den Oberkörper einer Frau mit einem Korb abdeckt, ist unterhalb der Gürtellinie eine alte nicht von einer jungen Frau zu unterscheiden. Und da im Dunkeln alle Katzen grau sind, ist das körperliche Vergnügen mit einer älteren Frau mindestens genauso gut und meist besser, da alle kleinen Kniffe durch Übungen natürlich auch verbessert werden. Verrückter Bastard. Aber es ist wahr, glaubt mir, ich muss es wissen. Ich habe viele ausprobiert. Das solltet ihr auch mal tun. Wie ein guter Wein werden sie immer besser. Wenn man sie allerdings zu lange alleine lässt, haben einige die Tendenz, sauer zu werden. Und das, mein Freund, ist eine sehr unschöne Erfahrung. In einem wohlgepflügten Feld arbeitet es sich besser, wisst ihr? Gibt es mehr? Aber ja, natürlich. Nun zu Punkt 6. Die Sünde wird kleiner. Nimmt man eine Jungfrau, übernimmt man auch Verantwortung. Da können ganze Leben ruiniert werden. Das Risiko gibt es bei älteren Frauen nicht. Und das führt zu siebtens. Junge Frauen tendieren zu Schuldgefühlen. Beklemmung und Unwohlsein gibt es bei älteren, erfahrenen Frauen nicht. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Grund, der wirklich außerordentlich einfach ist. Ältere Frauen sind sehr dankbar für jede Aufmerksamkeit. Ihr führt einen zwingenden Beweis, Mr. Franklin. Ich werde wohl selbst einige Proben ziehen müssen. Ich kann es nur empfehlen.